Hallo zusammen, wir zeigen euch heute, wie man sich auf dem CASWiki einloggt und wie man seine Nutzerseite beschreibt und wie man Seiten erstellen kann. Zunächst mal ganz vorne anfangen, wie finde ich das CASWiki überhaupt? Ich gebe bei Google das Wort CAS und das Wort Wiki ein und dann habe ich es meistens hier direkt ganz oben, Hauptseite CASWiki, nicht zu verwechseln mit CASWiki. Wikipedia, das ist die Wikipedia-Seite von der Kaiser-Augusta-Schule. Wir brauchen Hauptseite CASWiki, da klicken wir drauf. Dann sind wir auch schon auf der Hauptseite von unserem Wiki. Und dann sehen wir ganz oben rechts, der Robin zeigt das mal ein bisschen näher, das Wort Anmelden. Wenn man da draufklickt, dann kann man sich mit seinem persönlichen Nutzernamen hier einloggen. Ich habe jetzt einen Nutzer erstellt, der heißt Max Test User, das tippt man dann hier ein und dann das Passwort, das weiß man ja dann, das hat man bekommen bei der Anmeldung und dann klickt man auf Anmelden, dann ist man im Wiki eingeloggt und kommt auf die Hauptseite zurück. Dann sieht man ganz oben, vielleicht noch mal ein bisschen herangehen, Robin, den Max Test User neben so einem kleinen Mannequin. Und wenn man dann da drauf klickt, kommt man auf die Nutzerseite. Jeder Benutzer des Wikis hat eine eigene Nutzerseite. Da kann er etwas über sich schreiben oder kann sich Notizen ablegen. Dazu kann man die benutzen. Diese Nutzerseite ist jetzt noch leer. Deswegen steht da, diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Du kannst diese Seite, diesen Titel auf den anderen Seiten suchen oder du kannst die Seite bearbeiten. Wir wollen sie jetzt mal bearbeiten. Wir können hier auf Bearbeiten klicken oder oben auf Erstellen. Dann können wir eine neue Seite anlegen. Wir klicken jetzt mal auf Bearbeiten und dann sehen wir so ein Fensterchen, das ist natürlich noch leer, ist wie bei Word oder bei einem Textprogramm eine leere Seite. Und dann haben wir oben verschiedene Buttons, Fettdruck, Kursivdruck, Buttons, um Hyperlinks zu erstellen, um Überschriften, Tabellen und so weiter zu erstellen. Wir wollen jetzt zunächst mal einen Satz hier reinschreiben. Hallo, ich bin Max Test User. Willkommen auf meiner Seite. So, jetzt machen wir einfach zweimal den Zeilenschalter, damit wir ein bisschen nach unten gehen. Und jetzt schreiben wir eine Überschrift: Meine Hobbys. Robin, schreiben wir es mit IE oder mit Y. Der Computer meint mit Y. Machen wir. So, ich habe jetzt vor und nach dem Wort Hobbys zwei Gleichzeichen gesetzt. Das bedeutet, dass das gleich zu einer Überschrift wird. Das werdet ihr gleich sehen. Ich drücke jetzt mal Return. Meine Hobbys, die nummeriere ich jetzt, sind Klavier, Radfahren, Computer. Ich habe jetzt einfach mal drei genannt. Und vielleicht kannst du nochmal zeigen, da vorne sitzt so eine Raute, man nennt das auch Hashtag. Ja, und das zeigt dem Wiki auf, dass es das nachher nummerieren soll. Jetzt gehe ich mal weiter runter. Da gibt es einen Knopf, der heißt Speichern. Und da klicke ich jetzt mal drauf und dann geht diese Seite sofort online. Das heißt also, wir müssen auch genau überlegen, was wir da hinschreiben, denn man kann es sofort lesen und es ist auch mit dem Namen verknüpft. Das heißt, man kann immer auf dem Wiki sehen, wer was geschrieben hat. Deswegen kann man da auch keinen Blödsinn reinschreiben oder irgendwas Gemeines, denn das ist immer mit dem Namen verknüpft und man kann es auch nicht mehr weglöschen. Es wird immer mit dem Namen verknüpft sein, man kann es wieder herstellen. Auch wenn man es vermeintlich dann nochmal löscht, ist es in der Versionsgeschichte des Wikis gespeichert. So, und ihr seht jetzt, meine Hobbys ist jetzt zu einer Überschrift geworden durch die Gleichzeichen und Klavier, Radfahren, Computer ist jetzt nummeriert. Okay, jetzt kann ich die Seite weiter bearbeiten, indem ich wieder auf diesen Reiter Bearbeiten klicke. Dann bin ich wieder in der Textansicht. Jetzt mache ich noch eine zweite Überschrift. Ich mache wieder zwei Gleichzeichen und schreibe hin meine... Robin, was sollen wir denn schreiben? Hast du eine Idee? Lieblingslieder. Okay, auch zwei Gleichzeichen. Jetzt schreiben wir mal ein paar drauf. Robin, machst du mir mal einen Vorschlag? Titanium.
Titanium. Okay, und noch ein? Someone like you. Someone. Von wem ist das noch? Adele, ne? Ja. Ah ja. Schreiben wir mal Adele hin. Okay, und eins noch? Ich nenne Smoke on the Water. Okay, so. Wenn wir jetzt auf Speichern gehen, dann sehen wir jetzt die zweite Überschrift, ja? Wir machen jetzt noch eine Überschrift. Dann schreiben wir hin meine Lieblingsfächer. Okay. Natürlich, Musik ist ja klar. Was sind denn noch deine Lieblingsfächer, Robin? Sport. Und nehmen wir noch Bio, war auch immer mein Lieblingsfach. So, haben wir drei Lieblingsfächer. Okay. So, jetzt sehen wir drei Überschriften und ab der nächsten Überschrift gibt es, glaube ich, ein Inhaltsverzeichnis. Ist das richtig, Robin? Ich glaube schon. Wir machen noch eine Überschrift. Wir können es ja mal testen. So, mein Lieblingstier. Gute Idee. So. Katze. Hund? Ja. Katze? Ratte. Oh, Ratte. Okay. Speichern. Und jetzt ist auch das Inhaltsverzeichnis schon da. Das macht das Wiki automatisch ab vier Überschriften. Ja, das kann man auch verbergen. Dann wird das so zusammengefasst. Und man kann dann direkt zu den Überschriften springen, indem man da oben draufklickt. Okay, jetzt habt ihr gesehen, wie melde ich mich an, wie schreibe ich auf meine Nutzerseite, wie erstelle ich Überschriften. Indem ich auf Bearbeiten gehe, kann ich also sämtliche Seiten im Wiki bearbeiten, auch die von anderen Nutzern. Wenn ich zum Beispiel einen Fehler irgendwo entdecke, kann ich den verbessern. Rechtschreibfehler, Kommafehler oder ich kann bei Diskussion reinschreiben, ich habe in einem Text was nicht verstanden. So können auch alle an den anderen Texten auf dem Wiki mitarbeiten, indem sie über Bearbeiten oder Diskussion da entweder konkret in den Texten was verändern oder über Diskussion zu den Texten etwa Fragen stellen. Ja, davon muss man auch Gebrauch machen, denn davon lebt das Wiki. Es gibt noch zahlreiche andere Funktionen wie Bilder einbinden, Tabellen einbinden, Hyperlinks einbinden. Das wollen wir heute aber nicht zeigen, das machen wir in einem anderen Video. Wichtig noch zu beachten, wenn man so eine persönliche Nutzerseite erstellt, dann schreibt man da nichts, was man konkret zuordnen kann. Also keine Adresse, keine Telefonnummer, keinen Nachnamen, also nur allgemeine Sachen, weil das ja im Internet steht und da schreibt man nur Sachen rein, die andere auch wirklich wissen können und keine persönlichen Sachen, die nur die engsten Freunde oder Eltern wissen dürfen. Ansonsten muss man sein Passwort gut behalten, darf es keinem verraten. Wenn man das Passwort mal vergisst, dann kann man es wieder herstellen. Wenn das Passwort abgezogen wird, dann muss man das gleich dem Lehrer sagen, denn dann kann ja jemand in deinem Namen auf dem Wiki schreiben, ohne dass du es möchtest. So viel zur ersten Folge. Robin, vielen Dank fürs Filmen.